Zugvögel sein. Reisen? Was für eine dumme Idee. Ich will nicht mein Leben verpassen, nur weil du Angst hast, diesen Teich zu verlassen. Man kommt durch alle Welten, es ist so, als ob man selber auf eine Reise geht. Los geht's! Ich liebe Animationsfilme und ich liebe diesen Film. Schwanzfederdrehung, check! Hat viel Gefühle, viel Liebe. Check! So ein Familienabenteuer hatten wir schon lange nicht mehr in den Kinos. Lasst uns fliegen. Eine wunderschöne Geschichte, die sehr, sehr viel Spaß macht beim Zugucken. Hallo! Dex hat mit einem Mädchen geredet. Einem Mädchen? Nein, nee, der war nichts. Komm. Es ist ja mal so, dass wir das englische Original bekommen. Ja, okay. Er ist schon laut, ne? Ich mach's dann wieder. Gerade mein Kollege in Amerika hat ganz oft Sachen wie no, 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 no. Und das mit nein, 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 nein. Hey, 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 Schluss, Schluss! Das hat mich manchmal ein bisschen an meine Grenzen gebracht. Wir fliegen doch nicht wieder durch diese... Yes, Frühstück! Und man hat ja nun mal nicht seinen ganzen Körper, den man mitnehmen kann, sondern nur seine Stimme. Mach doch mal das eine Bein so ein bisschen zur Seite, ruhig. Ja, genau. Gut, wir machen besser weiter. Ich sagte nicht, ja, dich nicht. Dann geht's dir gleich besser. Ich find's so richtig cool, so Geräusche nachzumachen. Au. Also so Laute. Scharbrücken. Der Roy lacht ständig. Er macht immer solche Geräusche. Die sich ja hier bei uns Laute nennen. Gott, das gehe an meine Stimmbänder. Denk, ich bin ein Pfarrer. Dieses Lautsein, das kenne ich aus der Moderation nicht. Bist du sicher, dass niemand kommt? Gwen Mallard, los jetzt! Oder wir fliegen ohne dich. Okay, okay. Das war komplett neu für mich. 70-30. 65-35. 68-32. 67-33. Warte, jetzt sehe ich ganz raus. Aber es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Warum sind wir die einzigen Vögel, die in diese Richtung fliegen? Es ist eine tolle Geschichte darüber, dass man nur wächst und groß erlebt, wenn man sich aus seiner Komfortzone begibt. Dass man so seinen inneren Gespür ein bisschen besser vertraut und es trainiert dadurch, dass man Risiken eingeht mal. Ich habe euch ein Abenteuer versprochen und das hier ist genau das, was ich versprochen habe. Wenn man da mit der ganzen Familie im Kino sitzt und man sieht, wie die trotzdem alle zusammenarbeiten in schwierigen Situationen, da kann man sich was abgucken. Endal Orange. Das ist ein wundervoller Familienfilm, gerade kurz vor Weihnachten. Coole Animation. Coole Enten. Damit hast du nicht gerechnet, was? Coole Tauben. Ich würde sagen, wir haben einen Deal. Der beste Anlass, um an Weihnachten ins Kino zu gehen.